Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zurück bei Ark Aberration. Und der Hausbau geht in dieser Folge natürlich weiter, den wir in der letzten Folge ein bisschen abrupt abgeschnitten haben. Aber so ist das halt im Leben, ne? Manche Sachen müssen halt abrupt enden und das ist dann halt so. So, wir nehmen auch direkt unsere Tür mit. Wir nehmen direkt unsere Türwand mit Dings, ne? Aber hier, guck mal, kann ich auch die Holztreppe direkt mitnehmen. Ich weiß nämlich schon, wo ich die platzieren werde. Und dann gehen wir mal direkt wieder runter. Bauen weiter natürlich, ne? So, warte mal, gehen wir kurz ins Inventar. Ich platziere schon mal das. Ich platziere schon mal das. Ich platziere schon mal das. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Fensterwände, fällt mir gerade auf. Ich dachte, ich habe mehr. Ich dachte, ich habe 8 oder so. Ich habe nur 5. Das ist doof. Das ist doof. Weil ich will viele Fenster haben. Ich würde gerne viel nach draußen gucken, ja? Ja, man muss auch die Umgebung immer im Blick behalten. Hm? Wenn man erstmal auf die Fresse kriegt, ist scheiße. Ist scheiße. Definitiv scheiße. Okay. So, warte mal. Ich habe gerade noch entschieden, da kommt kein Fenster hin. Hier kommt kein Fenster hin. Wir haben noch ein Level-Up gehabt. So, warte mal. So, hier kommt Fenster hin. Hier kommt Fenster hin. Sieht ganz schön scheiße aus, so, ne? Naja, egal. Okay, und hier kommt Fenster hin. Hier kommt Fenster hin. Hier kommt Fenster hin. Dann habe ich keine Fensterwände mehr. Ich kann aber noch neue bauen. Erstmal nur eine, ist besser wie keine. So. Hier kommt noch eine hin. Jetzt brauche ich noch 3 Fensterwände. Wie viele Ressourcen braucht eine Fensterwand? Mir fehlt nur Holz. War zu erwarten. Aber wir skillen erstmal kurz. So, wir haben jetzt 25 Lernpunkte. Man kriegt jetzt mehr, hä? Mit den höheren Leveln. Ja, das war ja zu erwarten. Das dauert das ja ewig. Okay, wir können den Betäubungsfall jetzt endlich erlernen. Das machen wir. Das machen wir. Okay. Was brauche ich sonst noch? Ihr könnt jetzt natürlich dann noch direkt den Raptorsattel erlernen. Das machen wir aber erst noch. So, dann könnte ich nämlich auch das Holzfloß jetzt erlernen. Das machen wir aber auch erst noch. Den Rest sparen wir uns erstmal wieder. Den Rest sparen wir uns erstmal wieder. So, ich könnte natürlich nur das Holzschild erlernen, aber scheiß drauf. Okay. Gut, wir brauchen jetzt erstmal noch eigentlich Holz, um weiterzumachen. Aber ich platziere mir jetzt schon mal meine wunderbare Treppe. Alter, wie lang ist denn die scheiß Treppe, Digga? Hä? Das sind ja, die überspringt ja ein Stockwerk. Guck mal. Das scheiß Ding überspringt ein Stockwerk. Da brauche ich ja ein extra Dings. Hä? Lol, ich dachte, die wäre kleiner. Okay, aber ich könnte die hier platzieren. Will ich die hier platzieren? Nein. Definitiv nicht. Warte mal, wie könnte ich die denn noch? Wir könnten die natürlich jetzt hier so mitten in den Raum stellen, ne? Guck mal. Dass wir hier so mitten im Raum quasi so eine Treppe haben. Das hätte natürlich auch was, ne? Komm. Let's go. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Guck mal. Dann kommt man hier so rein. Und dann können wir hier so hochgehen. Okay, doch, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das Problem ist jetzt nur, jetzt muss natürlich mein lieber erster Raum muss jetzt natürlich zwei Blöcke quasi hoch sein, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber es sieht schon besser aus, wenn der zwei Dinger hoch ist. Doch, ist gut so. Doch, ist gut so. Doch, ist gut so. Soll ich es nochmal sagen? Ist gut so. Ist gut so. Wir platzieren mal eben die Tür. Okay, hier komme ich nicht hin. Warte. Geh mir rüber. Das ändert jetzt natürlich ein bisschen meine Baupläne, aber so ist das Leben, Freunde. Ist nicht immer alles so, wie man denkt. Ha? Ein Fenster neben der Tür würde gut aussehen. Na egal. Okay. Gut. 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 So weit, so gut. Gut, das braucht. Wir brauchen jetzt natürlich viel mehr Wände. Viel mehr Wände. Ich gehe mal eben Zeug holen. Es wirft jetzt ein bisschen meine Pläne über den Haufen. Ich hatte überlegt, den Raum quasi nur einen Punkt quasi hochzumachen, nur ein Stockwerk hochzumachen. Aber dadurch, dass ich jetzt quasi, ich wusste halt nicht, wie hoch die Treppe ist. Jetzt weiß ich's. Da müssen wir natürlich ein bisschen höher gehen. Aber das ist ja kein Problem. Ist schon ein bisschen ein Problem, aber nicht so sehr, wie ihr jetzt vielleicht denken mögt. Okay, und wir nehmen direkt das hier mit. Ist sonst noch irgendwas? Erstmal nicht, ne? Gut. Es wird jetzt natürlich noch länger dauern, bis das Haus fertig ist. Also ich brauche gerade viel mehr Ressourcen, wie ich ursprünglich in meiner Planung drin hatte.
Ursprünglich, was machen denn die scheiß Krabben da draußen eigentlich? Sind die eigentlich nur dumm? Scheiß Viecher. So, warte mal, jetzt gehen wir mal hier, sich das mal hier. Zack. Okay. Ja, ein Fenster neben der Tür wäre echt gut gewesen. Gibt es eigentlich noch größere Fenster als die Fenster? Das wäre gut. Aber hier können wir jetzt halt so rausgucken. Das finde ich nice. Guck mal, wir können jetzt hier immer so schön, ne? Hier. Aha. Krabben. Schön. Oh Mann, Alter. Ah, okay. So, jetzt können wir hier. So. Und hier fängt dann unser zweites Stockwerk erst an. Ich hätte halt gedacht, dass das ganz anders kommt alles. Aber okay. So ist das Leben, Freunde. Oft kommt es anders und meistens, wie man denkt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Wand hier durch eine Fensterwand ersetze. Nicht die Holztreppe abreißen. Um Gottes Willen. Hier, die verdammte... Hier, die Holzwand. Reiß mal die Holzwand ab. So. Und dann kann ich hier ein Fenster reinmachen. Wenn ich denn hier so hochkomme, dann kann ich hier rausgucken. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist ja egal. Ich will das machen. Aber machen wir das. So. Hier machen wir mal direkt weiter. Hier kann ich jetzt ja schon mal meine Decken quasi platzieren. So. Und hier mache ich hier eine hin? Ne, hier mache ich keine hin. Sonst komme ich ja nicht hoch. Glaube ich. Und dann kann ich hier so Geländer hinmachen. Oh, das wird so nice. Das wird so eine nice Bude, ich schwöre. Ich schwöre. Okay, oh, ich dachte schon, ich fall. Okay, hier oben noch hin. Oh, zack. Und zack. Und hier machst du mal noch so eins drauf. Und hier auch. Okay, und jetzt geht uns auch schon das Holz zur Neige, Freunde. Was natürlich ungut ist. Aber unser Haus nimmt auf jeden Fall Form, Mann. Unser zweites Stockwerk, wir brauchen noch eins, zwei, drei. Drei nur, ja. Drei nur. Okay. So, und so kommen wir dann hier rein. Wir werden das Ganze dann natürlich noch schön ausschmücken, ne? Schön dekorieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja, hier wird ja auch noch einiges an Zeug reinkommen. Okay. Gar nicht mal schlecht soweit. Gar nicht mal schlecht. Also mir gefällt das auf jeden Fall. Wenn wir dann hier unten noch so ein bisschen irgendwas hinbauen, dass man die Fundamente nicht so sieht. Dann noch ein bisschen so verzieren mit einem Überhangdach, mit so einem Spitzdach, was so rausläuft. An beiden Seiten. Wie mit so Pfeilern und so. Und das Ganze dann noch ein bisschen ordentlich machen. Das mit der Tür gefällt mir nicht. Die Tür sieht irgendwie fehl am Platz aus da. Aber ich baue erstmal fertig. Ich baue erstmal. Das Ding soll halt nicht einfach nur ein Haus sein, so, ne, so, yo, hier ist jetzt unser Holzbunker, da drinnen wohne ich, sondern es soll schon, es muss geil aussehen, wisst ihr? Du musst so hier runterkommen und so denken, oh geil, ey, das ist den Bude, wo wir gebaut haben. Versteht ihr? Das muss schon, das muss schon dick aussehen. Okay, aber ich hole erstmal den ganzen anderen Scheiß. Wir haben jetzt natürlich zwei Stockwerke. Was ich eigentlich ganz anders vorhatte. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Weil da kommt jetzt natürlich noch ein drittes Stockwerk quasi oben drauf. Weil ich würde das jetzt gerade gerne so machen, dass wir das erste Stockwerk unten... Also wir lassen jetzt quasi das Stockwerk, das zweite Stockwerk, lassen wir jetzt von der Grundform genau so. Aber was ihr jetzt quasi hier links seht, links von der Treppe, da ziehen wir das Haus. Da ziehen wir das Haus noch zwei Fundamente länger. Warum? Ganz einfach, dann kann ich so ein abgesetztes Dach in die eine Richtung machen. Kann das doppelt rausziehen, was ziemlich cool aussehen würde. Und ich kann im zweiten Stockwerk oben in der Spitze vom Dach ein Fenster reinsetzen, was auch ziemlich cool aussehen würde. Ihr seht schon, ha? Der Tulfer ist behindert, der hat einfach zu viel Zeit. Das bauen wir aber so. Das bauen wir definitiv so. Das wäre richtig cool. Dann brauchen wir aber noch viel mehr Holz. Scheiße, ich habe mich voll verkalkuliert. Ich dachte, was wir jetzt zusammen haben... Reicht erstmal. Hier ist Zaunfundament. Das brauche ich aber gar nicht. Ich brauche den richtigen Zaun. Warte mal. Den habe ich den richtigen Zaun überhaupt erlernt? Shit. Warte mal. Zaun, 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 Zaunfundament. Hier, Holzgeländer. Das will ich erlernen. Holzgeländer. Was kostet das? Kostet fast gar nichts, hä? Oh, kostet schon ein bisschen was. Okay, warte mal. Erlernen wir das mal. Davon brauche ich nämlich auch erstmal ein bisschen was dann jetzt. Brauche ich einmal ein bisschen Holzgeländer erstmal lernen. So, warte mal, lernen wir noch ein bisschen Holzgeländer. Bauen wir noch ein bisschen Holzgeländer, meine ich. Ich brauche nämlich, glaube ich, wenn ich das eben richtig gesehen habe, brauche ich eins, zwei,
3 Holzgeländer nur. Ah, okay. Okay. Lol, weniger als ich dachte. Ich dachte, ich brauche viel mehr. Okay, warte, nehmen wir mal hier. Platzieren wir das mal. Okay. Gut. Wir werden jetzt auch direkt in unser Haus umziehen quasi. Problem ist, wir haben Löcher in den Wänden. Da können Viecher reinkommen. Das ist scheiße. Aber ansonsten ist cool. Das kann man auch essen. Das kann man... Ah, schön. Okay, wir müssen auf jeden Fall Fackeln platzieren. So geht das gar nicht. Man sieht ja nichts. So, was ich nämlich mit den Geländer machen will, das Geländer machen wir hier so hin. So, dann sieht das hier... Oh, das sieht so dick aus, wenn das fertig ist. Wenn dann hier wirklich noch Fenster hinkommen, und direkt übereinander Fenster am besten, dann hast du hier quasi, wie das Dach zuläuft. Hier drunter läuft das andere Dach aus. Ja, das wird richtig nice. Es wird richtig, richtig nice. Okay. Gut. Aber was fehlt uns noch zu unserem Glück, Freunde? Richtig, Holz. Massig, massig Holz. Massig Holz. Ganz viel Holz. Ganz viel noch. Ja, okay. Ich gehe mal gucken hier hinten. Ich werde jetzt nämlich erstmal ein paar Kisten bauen, direkt in unserem neuen Haus, damit wir direkt vor Ort craften können und nicht mehr alles hin und her ziehen müssen. Wir haben jetzt hier oben in der Bude auch nicht mehr so viel. Oh, natürlich geht die Spitzhacke kaputt. Und die Folge neigt sich ja auch schon wieder dem Ende zu. Mehr oder weniger. Okay, so, ich sammle erstmal wieder Holz. Und baue mir direkt eine Kiste, zwei Kisten, zwei Kisten. Okay, was ist das hier eigentlich? Ah, das sind die Holzfenster. Und als nächstes sammeln wir dann erstmal für die nächsten Fenster, Holzfensterrahmen. Davon brauchen wir noch 3. Verbrauchen wir noch 3. Okay, warte mal. Kicken wir mal hier so ein paar Bäume um. Ich glaube, wenn wir jetzt 3 Bäume wegmachen, müsste das schon reichen. 2 Bäume. 2 Bäume reichen. So, jetzt können wir nämlich einen bereits machen. Und direkt noch einen. Und für die nächsten fehlt uns einfach nur Stroh. So, warte. Hack ich 2-mal rein. Können wir direkt den nächsten bauen. Und dann sieht das so eigentlich gut aus. Gut, gehen wir erstmal zurück. Platzieren Kisten und Fensterrahmen. Warte, Fensterrahmen ziehe ich kurz hier unten rein. Wir haben erstmal wieder 2 Kisten. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder gut zwischenlagern. Aber es wird auf jeden Fall ein schönes Haus. Es wird auf jeden Fall gut. Wenn wir das denn hier noch komplett mit Mauern umgeben, den Strand hier, und hier wirklich keiner mehr rein kann, außer uns. Durch die Tür quasi. Dann ist alles cool. So, warte mal. Oh, da kommt hier noch ein Fenster hin. Ah, ich brauche noch ein Fenster mehr. Hier soll ja noch eins hin. Am besten mache ich hier 2 Fenster hin, nebeneinander so. Oder soll ich es einfach zubauen? Aber mit 2 Fenstern sehe ich schon geil aus. Das sehe schon cool aus. Aber jetzt platziere ich erstmal kurz die Kisten. Die Kisten würde ich nämlich einfach ganz gerne unter die Treppe machen. So. Eine hier hin. Zack. Die andere direkt so daneben gestellt. Ach, guck mal, das geht gar nicht. Ja, so mehr oder weniger, ne? Warte mal. Könnte ich hier so ein bisschen so gehen? Und dann hätten wir hier 2 Kisten so unter der Treppe. Und ich finde, das sieht richtig nice aus. Ich könnte jetzt natürlich die eine... Ah, kann ich die eine noch... Ah, jetzt kann ich die... Ah, Mist. Die würde ich gerne noch ein bisschen nach vorne ziehen. Ich lasse erstmal so stehen. Komm, ich lasse erstmal so stehen. Gut, gehen wir mal kurz hier dran. Lagern wir mal Samen hier ein. Die brauchen wir dann später noch, um uns selber Zeug anzupflanzen. Die lagern wir auf jeden Fall ein. Narkobeerensamen, sehr gut. Okay. Und das ganze Holz brauchen wir auch erstmal nicht. Den ganzen Stein brauchen wir erstmal nicht. Und diese ganzen Zaunfundamente brauchen wir vor allem erstmal nicht. Okay. Und dann kann ich jetzt eigentlich weitergehen und mehr Holz besorgen. Ja, das machen wir auch. Erstmal noch ein bisschen Holz besorgen. Ja, ich finde das echt gut, wenn wir das hier oben irgendwie so mehr offen hätten. Aber gut, ich mache einfach Fenster hin. Mehr kann ich eh nicht machen. Erstmal. Aber dann haben wir hier... Ich finde das halt doof. Wenn wir das irgendwie... Lernt man da irgendwie noch irgendwas zu? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was man noch so lernt später. Weil ich will das ja auch alles noch zu Stein upgraden. Lernt man hier noch irgendwas Gutes? Hier gibt's... Ah, ne, das ist irgendwas anderes. Wisst ihr, so große Fenster halt quasi. So Riesenfenster. Da ist irgendwas.
Es könnte sowas sein. Hier gibt es noch Rüstung. Ach du je, Freunde. Ich weiß es nicht. Wir machen einfach erstmal Fenster über Fenster über Fenster. Dann wird schon passen. Das geht halt nicht anders, ne? Ah, Mist, jetzt habe ich hier drüben ja... Oh, jetzt habe ich hier die Fenster hingesetzt, obwohl ich hier abgesetztes Dach machen... Oh, Mann. Ah. Abreißen. Abreißen. Kann ich Fundamente bauen? Kann ich Fundamente bauen? Mir fehlt Holz, mir fehlt Stroh. Ja, moin. Okay. Wir brauchen jetzt nochmal 4 Fundamente. 4 Fundamente. Und dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4 Holzwände. Mehr noch. Wow, wir brauchen so viel Zeug noch. Aber gut, Gott sei Dank habe ich die Raten erhöht, ey. Und, boah, wir würden dieses Haus nie fertig kriegen, Freunde. Aber mit den erhöhten Raten ist es auf jeden Fall machbar. So, jetzt kann ich mir bereits ein neues Fundament bauen. Aber vergesst nicht, insgesamt brauchen wir 4. Und das wird auf jeden Fall dauern. So. Nach dem Baum können wir uns direkt das nächste errichten. So. Jetzt brauche ich aber erstmal Stroh wieder auch. Dann hacken wir mal einen Baum mit der Spitzhacke um. Für Stroh. Boah, gibt das viel Stroh. Ach du Scheiße. Da kannst du ja ein Jahr von leben. Okay, wir sammeln mal weiter. Aber wir müssen jetzt natürlich... Ist jetzt wieder viel Farmen, viel bauen, Freunde. Das tut mir halt unendlich leid, ne? Viele von euch ringen sich garantiert auch auf. So, yo. Warum baut der Typ eigentlich andauernd? Kann er nicht mal was töten? Hä? So einfach ist das nicht immer, Freunde. Wie sind das da hinten? Oh, das ist ein Spinosaurus und so eine Krabbe. Okay, ja, viel Spaß. Die Fan hätten bestimmt eine Party oder so. So, jetzt gleich ist aber auch diese Folge zu Ende. So, weil wir machen jetzt nochmal das nächste Fundament. Und skillen nochmal kurz weiter. So, also ich habe jetzt 30 Lernpunkte. Ich guck mal kurz, was ich jetzt noch Neues lernen kann. In Level 22. Wandhalterung für Trophäen. Okay, dafür muss ich aber erst Holzwandschild lernen. Lernen wir mal Holzwandschild. Ach, ich kann auch einfach hier hinten drücken, ne? Guck mal, hier, machen wir. So. So. Holzwandschild gelernt. So, hier kann ich noch Holzbank lernen und so einen Scheiß. Machen wir später. Schrank könnte ich jetzt natürlich noch lernen. Um Waren zu lagern. Komm, machen wir mal. Ist bestimmt auch ganz gut. Dann könnte ich auch einfach so einen Schrank unter die Treppe stellen. Ah, den stelle ich woanders hin. So, hier ist noch ein Kompostbehälter. Brauche ich erstmal nicht. So, brauche ich hier sonst irgendwas? Eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich hiervon erstmal nichts. Obwohl, eine Standfackel wäre ganz gut. Oder ein einfaches Bett. Komm, wir lernen mal das Bett. Kann ich nicht. Ah, da fehlt mir, oh, fehlen mir Punkte zu. Na gut. Na gut, na gut. Wir bauen erstmal weiter, weil wir brauchen noch Wände. Aber wir machen noch ganz kurz. Ein bisschen machen wir gerade noch in der Folge, komm. Ein bisschen bauen wir noch, ein bisschen ernten wir noch. Wir sind gerade einmal so dabei, einmal so im Flow. Wir sind so im Flow. Also, let's go. Ja. Reime sind auch am Start, Freunde, ihr wisst es. Okay, wir können jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Wände bauen. Und ich werde jetzt auch mein Tunlichstes tun. Und alles, was wir hier jetzt gerade noch gebaut haben, noch eben schnell platzieren. So, wir laufen mal eben schnell zurück. So, ich habe gerade eben voll vergessen, dass wir das ja jetzt noch ein bisschen rausziehen wollen, um so ein abgesetztes Dach zu machen. Weil ich finde halt wirklich, wenn man sowas jetzt auch baut und so wie wir auch ein bisschen Arbeit reinstecken, soll das Ganze auch schon nach was aussehen, ne? Nicht einfach nur so ein Holzbunker dahingestellt, sondern schon was Handfestes. Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Das muss Hand und Fuß haben, das Ganze. So, wir hatten mal kurz hier, kann ich die Pilze noch bitte weg. Warte. Warte. So. Mach die Pilze weg. Mach bloß die Pilze weg, ey. Gott sei Dank. So, die will ich nicht hier haben. Mach die raus aus meiner Bude. Die scheiß Pilze weg. Ah, das bringt auch Fasern. Ja, moin. Okay. Das müsste reichen, oder? So, kann ich jetzt hier noch... Nein, sag mir nicht, hier passt jetzt... Holzboden kann nicht gesetzt werden. Platzieren der Struktur hier nicht möglich. Warum? Warum?
Was ist, ist mir irgendwas... Ist mir was im Weg? Warte mal, ich ernte mal noch. Aber das kann nicht sein. Das Zeug hier wird nicht erkannt als Blockade. Nee, es ist zu tief einfach. Hier drüben geht's. Aber hier sitze ich dann zu weit im Boden drin. Gut, dann erweitern wir es nur um eins. Ich mache trotzdem so eine Art abgesetztes Dach da dran. Dann haben wir jetzt halt noch zwei Fundamente übrig, ne? Oder ziehe ich das noch? Ah. Ja, okay, komm. Ich kann es jetzt nicht ändern. Wir lassen es so. Dann ist das abgesetzte Dach halt dann ein bisschen anders so. Ne? Okay. So, zack. Und so, zack. Und brauche ich noch irgendwo eine Wand? Brauche ich noch irgendwo eine Wand? Hier vorne, ne? Ja. Okay, machen wir immer noch eine hin. Okay. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Holzböden. Und nochmal natürlich Fensterwände. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge von Ark Aberration. Wir kommen gut voran eigentlich, finde ich. Es dauert halt noch so ein bisschen, bis wir jetzt hier wirklich dieses Haus fertig haben. Das wird länger dauern, als ich dachte. Viel länger. Ich dachte echt, wir machen jetzt so 2, 3 Folgen. Jo, und dann steht die Bude. Nein, steht sie nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Da fahren wir munter weiter. Macht's gut und bis dahin.